Du hast ein spannendes Vorhaben, möchtest ein Produkt marktreif entwickeln oder einfach eine coole Geschäftsidee auf den Markt bringen und du brauchst Kapital, aber die Banken wollen dir nichts geben aufgrund des hohen Risikos, dann ist Risikokapital das Mittel der Wahl. Und ich zeige dir heute eine von vielen Möglichkeiten, wie du Risikokapital bekommen kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group Instituts für Gründung, Finanzierung und Unternehmensnachfolge. Und häufig kommen Kunden zu uns und teilen uns mit, dass sie ihre Geschäftsidee bei der Bank präsentiert haben und sie eine Ablehnung bekommen haben, weil das Risiko zu groß ist. Und da macht das Sinn, dann Eigenkapital zu bekommen von Investoren, die an dich und dein Konzept glauben. Das Risikokapital kann nun verwendet werden, um zum Beispiel eine Gründung voranzutreiben, eine Produktionsstätte aufzubauen, ein Ladengeschäft oder ein Produkt fertig zu entwickeln, das sogenannte MVP, um dann an den Markt herantreten zu können. Eine weitere Möglichkeit, das Risikokapital einzusetzen, ist zu testen, ob das Produkt geeignet ist für den Markt, also Product Market Fit erreicht ist, dass die Zielgruppe erreicht wird, dass sie käufig und willig ist, auch den Preis zu bezahlen. Oder ist es so, dass du dein Unternehmen schon aufgebaut hast, das Produkt ist fertig, marktreif und jetzt geht es darum, den Markteintritt zu finanzieren mit allen möglichen Marketingmaßnahmen, online, offline, Radio, Corporate Design, Budgets für Kampagnen. Es kann aber auch sein, dass du schon einige Jahre am Markt bist, dein Produkt sich bewährt hat und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dir möglichst viel vom Markt zu sichern, also schneller als die Mitbewerber. Dann kann es Sinn machen, auch Risikokapital aufzunehmen, also eine kalkulierte Burnrate, monatliche eingeplante Verluste zu finanzieren, um möglichst schnell möglichst viel vom Marktanteil zu sichern. Das Risikokapital gibt es an ganz verschiedenen Quellen. Sicherlich gibt es auf der einen Seite auch öffentliche Förderprogramme auf Bundes- oder auf Landesebene, die du beantragen kannst. Der Vorteil ist hier häufig für die Investoren, dass sie 20-50% des selbst eingesetzten Kapitals entweder dazu bekommen oder wieder erstattet bekommen. Bei den privaten Risikokapitalgebern gibt es natürlich die klassischen Pools, Friends and Family. Es gibt aber auch Clubs und Gemeinschaften, die sich zusammengetan haben. Entweder als Inkubator oder Accelerator oder die öffentlichen Business Angels Clubs. Heute möchte ich dir ganz besonders den Centurio Club vorstellen, denn dort sitzen in der Regel hauptsächlich Unternehmer oder Menschen mit viel Kapital, die eine gute, interessante, aber auch lukrative Geschäftsidee suchen. Und das ist eine Gelegenheit für dich, mehrmals im Jahr dort zu pitchen. Der Ablauf ist relativ simpel. Du gehst auf die Webseite www.centurio-club.com und meldest dich als Startup dort ein. Du trägst dort alle Unterlagen ein, dann bist du angeschrieben. Und dann reichst du dein Pitchdeck ein. Wenn du dann dein Pitchdeck eingereicht hast und natürlich auch eine NDA bekommen hast, also eine Verschwiegenheitserklärung, dann wird dein Vorhaben vor einem kleinen Kreis von Investoren besprochen und dann zugelassen für den nächsten Pitchabend. Und dort sprichst du dann vor, hast ungefähr 10 bis 20 Minuten Zeit und dann sprichst du mit den interessierten Investoren dein Vorhaben durch. Die entsprechende Kondition besprichst du selbst mit den Investoren, ob es eine Art Darlehen wird, ob es eine echte Beteiligung wird, eine stille Beteiligung, wie groß die Beteiligung ist, wie hoch das Kapital ist. All das hängt von einem guten Pitch ab, von einer guten Idee und von dem Deal, den du dann gemeinsam aushandelst. Der Centurio Club hilft dabei auch bei diesen Verhandlungen, dass es fair abläuft, dass es rechtlich sicher abläuft und dass auch die entsprechenden nächsten Schritte, also Absichtserklärungen und dann auch Kontakte zu Rechtsanwälten, angeboten werden, sodass du möglichst schnell dein Vorhaben, deine Idee auf die Straße bekommst oder sinnvoll und auch vor allen Dingen schnell skalieren kannst. Wenn du dazu weitere Fragen hast, dann kannst du ein kostenfreies Erstgespräch nicht nur nutzen, um Risikokapital zu bekommen, sondern wir sind auch ganz klassisch unterwegs in der Beantragung von öffentlichen Förderprogrammen, von Finanzierungsmitteln über Banken oder Förderinstitute. Gerne helfen wir dir nicht nur den Finanzplan und den Businessplan zu optimieren für die Bank oder für die Investoren, sondern auch ein Pitchdeck zu erstellen und die Performance zu trainieren, damit du einen möglichst guten Eindruck machst. Denn von deiner Performance, von deiner Präsentation wird unter anderem auch abgeleitet, wie deine Unternehmerpersönlichkeit gestrickt ist. Gerne kannst du also jetzt Daumen hoch machen für das Video, uns gerne weiterempfehlen, den Kanal abonnieren und dich am besten sofort für dein Vorhaben beim Centurio Club bewerben für die nächste Centurio Arena. Und dort warten die Investoren auf dein Projekt, um sich beteiligen zu können und deinen Traum zu verwirklichen.